Gut, uns ist noch besser mit uns über dieses Land. Und das ist ein Vergissungsjahr. Und der Präsident, Herr Goldwater, beschließt, meine eigene Belastung mit 150 Millionen zu vermindern, um wirklich Stimmen zu werfen. Die Frage ist dann, was kann passieren mit dem Vlak von Produktion und mit dem Begrotungssurplus, als die Belastung verlaagt mit 150? Nou, wanneer uns mit Belastung werkt, weet uns, dass da eine Daling in Belastung bringen, Zunahme in die autonome Besteding, mit anderen Worten, auf die Vertikale als hier. Maar daar die Verschil ist C mal T. Und in ieder Fall ist es natürlich 0,5 mal mit 150 ist gleich an 75. So hier die Veränderung in unserer vertikalen As ist dann 75. Mit wie viel kann Einkommen zunehmen? Wel, das soll anfangen von jouw vermenigvuldiger, was in die Fall ist 2. Mit anderen Worten, die Veränderung in Einkommen ist gleich an 2 mal 75 und ist gleich an, in die Fall werkt es uit op 150. So, da ist hier die Zunahme. So, was uns nun weet, ist, dass die Zunahme in, ach, hier die Aufnahme bringt dann hier die Zunahme in, Einkommen mehr. Was gebeurt mit uns Begrotungssurplus? Wel, in hier Fall ist die Belastinginkomsten mit 150 minder. So, die Verschil, was hier gebeurt, ist, dass uns eindig op mit einem Begrotungstekort von 130 Millionen. So, uns gaan von Begrotungssurplus von 20 nach einem Tekort von 130. Nou, die Ökonom Dr. Breitspark sagt dann, dass hier ist nicht eine bekostigbare Begrotung. Und iets anders soll dann gedoen mit word, um zu sorgen, dass uns nie hier die Sorte von Tekorten auf uns Begrotung hat. Und der Präsident beschließt dann, er will die Begrotungssurplus auf 20 halten. Und die Frage ist, was muss er nun tun mit Overheidsbesteding? Wel, in diesem Fall ist es heel eenvoudig. Die Verlies an Einkommen war 150. So mit anderen Worten, um die Begrotungssurplus von 20 zu halten, muss Overheidsbesteding daal mit 150. In diesem Fall behouden wir dann die Begrotungssurplus von 20.